Finish. Er läuft an. Und. Ja! Moin, liebe Freunde vom HSV und vom Moin Volkspark. Es ist der 33. Spieltag in der zweiten Liga. Darmstadt ist gestern schon aufgestiegen. Glückwunsch an die Lilien. Ist verdient und war auch abzusehen. Der HSV hat heute sein vorerst letztes Heimspiel gegen Greuther Fürth. Und wenn Heidenheim gleich in Sandhausen Punkte liegen lässt, kann der HSV heute Abend sogar mit einem Sieg an Heidenheim vorbeiziehen. Auf einen direkten Aufstiegsplatz. Wer hätte das gedacht? Vor einigen Wochen sah es so aus, dass die Relegation das einzig Mögliche ist. Es ist immer noch das Realistischste, aber es ist wichtig, den Druck auf Heidenheim hochzuhalten. Und vielleicht patzen die ja. Greuther Fürth kann theoretisch schon vor Anpfiff den Klassenerhalt perfekt machen. Wenn Bielefeld nämlich nicht gegen Paderborn gewinnt, dann ist das Kleeblatt gerettet. Das wäre sicherlich ein Futter für den HSV, denn dann könnte das Kleeblatt schon vor Anpfiff feiern und der HSV würde sicherlich auf einen Gegner treffen, der nicht mehr ganz so motiviert ist. Wobei, das bleibt abzuwarten. Wenn der HSV an die Leistung aus Regensburg anknüpft, bin ich ziemlich sicher, dass wir heute den nächsten Heimsieg feiern können. Schlechte Nachricht aus HSV-Sicht. Heidenheim hat leider gewonnen gegen Sandhausen. Dadurch ist Sandhausen jetzt abgestiegen. Auch Regensburg ist so gut wie abgestiegen, denn Bielefeld hat 2:2 gespielt gegen Paderborn. Das bedeutet aber auch, dass Fürth jetzt gerettet ist. Vielleicht spielt es dem HSV in die Karten. Ich hoffe es. Ja, wir können heute leider nicht an Heidenheim vorbeiziehen. Aber wer weiß, vielleicht rafft sich Regensburg ja nochmal nächste Woche auf. Die Aufstellung ist draußen. Tim Walter ändert nichts. Das ist die gleiche Aufstellung wie letzte Woche in Regensburg. Finde ich gut. Finde ich auch gut, dass Kittel im Zentrum spielt. Bin mir gespannt, was es heute wird. Also, letztes Heimspiel. Vorerst letztes Heimspiel gegen Fürth. Was wird das heute? Ich denke, ein relativ souveräner Sieg. 3-1, 4-1 in der Regel, denke ich. Also, wir werden versuchen, viel Druck aufzubauen. Das sehe ich schon genauso. Greuther Fürth wird etwas mehr Gegenwehr leisten wollen oder zumindest aufbringen, aber ich denke schon, dass wir so gut haben. Was sagst du zu Startelf? Tim Walter stellt die gleiche Elf auf wie letzte Woche. Findest du richtig? Keine Kompromisse, der vertraut der richtigen Elf, denke ich. Er steht hinter seinen Jungs. Wie wichtig ist Sonny Kittel gerade für den HSV? Er spielt nicht ein Spiel gut, ein Spiel schlecht, sondern er ist jetzt konstant dabei, hilft uns weiter. Ich habe den Elfer verwandelt, sicher und alles. Du bist gut drauf zu sein. Würdest du ihn über die Saison hinaus vom HSV halten? Das ist jetzt die Frage. Dafür war er mir diese Saison zum Beispiel nicht konstant genug. Wenn man über die 4 Jahre hinweg jetzt schaut, wir haben es mit ihm nicht geschafft aufzusteigen. Und ich bin der Meinung, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir sagen, ja, danke Sonny für alles, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt umorientieren und einen anderen Weg gehen. Halbzeit im Volkspark, es war wirklich kein gutes Spiel, der HSV war auch nicht so gefährlich, war ziemlich dröge, aber der HSV führt 1-0 durch das wirklich echt schöne Tor von Miro Muheim. Ich weiß auch gar nicht, wie es genau passiert ist, aber nehmen wir mit und kann nur besser werden. Okay, Benesch läuft an, mach ihn rein, komm schon Junge. Oben rechts. Benesch. Er läuft an. Und. Ja! Oh.
sehen. Das Spiel müsste jede Sekunde vorbei sein. Die Zuschauer sind immer richtig da. Es war auch vorher schon klar, aber jetzt ist dem HSV der dritte Platz nicht mehr zu nehmen. Glückwunsch an die Mannschaft.